Hallo zusammen, ich habe hier einen Solarkühlschrank, einen WL91 und der geht nicht, sagt ein Kunde. Ich habe hier einen Katalog, den verlinke ich euch unten drin. Und diese Solarkühlschränke sind an sich Haushaltskühlschränke, die aber eine 12-Volt-Maschine drin haben und direkt betrieben werden können von der Batterie. Durch das brauchen sie die Hälfte Strom, wie wenn sie zum Beispiel über einen Inverter und dann ein Haushaltsgerät betrieben werden können. Ich habe hier einen Katalog und zwar habe ich hier die verschiedenen Stromverbräuche drauf. Dieser Kühlschrank, der braucht bei 5 Grad innen, 25 Grad außen, sagen wir 270 Watt. Nach DIN, deutsche Industrienorm, braucht er 360 Watt. Das ist dann berechnet mit Türöffnungen und so weiter und so fort. Und nach der EU-Norm, die momentan gültig ist, auch für die neuen Label, braucht dieser Kühlschrank dann nur noch 230 Watt. Mit dem haben wir jetzt hier logischerweise keine Labels, weil diese Norm, die ich hier aufgeschrieben habe, die müsst ihr ja, die Messverfahren, die müsst ihr kaufen. Und eine Norm, die ich kaufen muss, also das Prüfverfahren, wie das gemessen wird, kann ja dann irgendwie auch nicht so richtig gültig sein, weil das ist dann nicht offiziell verfügbar. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt hatte ich einen Kunden, der hat gesagt, ich habe, also der kam her, der hat den Haushaltskühlschrank und dieser Haushaltskühlschrank hat ihm permanent die Solaranlage also es hat einfach nicht funktioniert. Dann habe ich gesagt, ja gut, wenn er das über einen Wechselrichter betreibt, dann kann es nicht gehen. Wird knapp mit 300 Watt, aber er hat eine 300 Watt Solaranlage. Er wollte von mir dann die Garantie, dass das läuft, er hätte eine 300 Watt Solaranlage und wir schreiben hier, es reicht eine 100 Watt bis 120 Watt Peak Solaranlage. Er hat den Kühlschrank gekauft und es läuft immer noch nicht und er käme jetzt vorbei und er bringt die ganze Solaranlage mit. Dann sage ich, denke ich mir, irgendwas kann nicht sein. Und er hat mir das geschrieben, wo er die Solaranlage gekauft hat. Das ist eine 300 Watt Solaranlage mit einem Solarregler und einem Wechsellicht. Und da er dann so frei war, hat er mir das ganze Solaranlage vorbeigebracht. Also das Teil soll 300 Watt liefern, gemäß dem Teil hier. Die stimmen überein mit dem, was hier drauf steht. Sorry. Ich weiß nicht, ob ihr es gekauft habt bei Wish oder AliExpress oder Amazon oder eBay oder irgendwie. Das Teil bringt keine 300 Watt. Das hier, ihr seht den Unterschied, das ist ein 100 Watt Panel. Also 300 solche Platten bringen gleich viel wie das hier. Jetzt wäre es schuld. Also er hat eine 300 Watt Solaranlage, die hat auch irgendwie nur ein paar Euro gekostet. Aber ich bringe mit dem Teil das Ding nicht zum Laufen. Mit dem Wechselrichter, der hier noch angeboten wird, müssen wir nicht diskutieren, das ist kein Sinus, das ist ein Rechteck. Der bringt auch hier nicht die Leistung, um einen Haushaltskühlschrank zu betreiben. Also wenn ihr ein vernünftiges Solarkühlschrank möchtet, dann braucht ihr 100 Watt, also das Panel da, ein bisschen mehr, weil meistens kommt ja noch Licht dazu und so weiter. Also ein 200 Watt Panel, eine Batterie dazu, für die, die keine Ahnung haben von Elektrik, wo
alles ein bisschen schwierig ist. Zum Beispiel so eine Batteriebox, da habe ich eine 100 Amperestunden Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie drin. Die hält zum Beispiel 10-mal länger als eine Bleibatterie. Klar, sie kostet mehr Geld, aber nicht 10-mal mehr. Da kann ich über einen Stecker so einen Kühlschrank anschließen, den müsstet ihr so bestellen. Und ich kann ein Panel nehmen, zwei von mir aus, über einen Laderegler hier auch auf der Seite einstecken. Und hier kann ich dann noch meine Kaffeemaschine einstecken, so eine Kapselmaschine. Und hier habe ich einen Ladeausgang für USB und zwei Stecker, wo ich irgendwie einen Zigarettenanzünder einstecken könnte. Hier sind wir bei 1400, ist natürlich mehr als so ein High-End-Solarprodukt, was jetzt hier dieser Kunde hatte. Und er hat 300 Watt Solarpanel und dieser Kühlschrank läuft immer noch nicht. Und ich hätte ihm versprochen, dass er mit dem 300 Watt Solarpanel funktioniert. Ich mache euch hier einen Link über diesen Kühlschrank. Hier unten einen Link über diese Batterie hier. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.